Im Hintergrund habe ich es besser kennen, aber heute geht das nicht mehr. Da waren Sie Barpianist? Da war ich Barpianist und Kofferträger dazwischen. Und der Schmäh war eigentlich der, dass natürlich die Gäste immer einen Drink ausgeben wollten, nicht? Aber so viel Whisky kann man gar nicht saufen, wie die uns geben wollen. Also verrechnet haben wir ihnen natürlich einen Chivas Regal und getrunken haben wir einen Pfefferminztee. Und daneben ist studiert worden? Also Vormittag war es meistens so, da war es auf der Zoologie und auf der Botanik im dritten Bezirk, dann von dort über den Rennweg gleich drüber in die Metternichgasse, in die Opernschule. Wenn die vorbei war, ein bisschen Koffer tragen und am Abend ein bisschen in der Bar gespielt. Und so ist ein bisschen ein Taschengeld zusammengekommen. Stichwort Echinodermata. Echinodermata. Als da sind die Stachelhäuter. Vor 40 Jahren war das Debüt an der Staatsoper, mittlerweile an allen Häusern der Welt gesungen. Aber Sie sind genau so geblieben. Die Unabhängigkeit, das ist die Freiheit damit, die man sich damit erwirbt, auch die Möglichkeit, Nein zu sagen und nicht alles machen zu müssen, das ist vielleicht wirklich der wirkliche Luxus, den man haben kann. Mit so einer Stimme ist man natürlich immer der Böse auf der Bühne, aber der Böse macht auch das Stück. Der treibt meistens die anderen voran. Meine Worte, die Bösen machen das Stück. Ist Ihnen eigentlich jemals irgendwas schief gegangen? Am Teatro Colón ist mein Kollege Kurt Streit in der Kantine gewesen, die ist so weit weg, dass er nicht gefunden hat. Und ich war schon auf der Bühne, als er raus hat gesagt, man bringe Termin und der ist nicht gekommen. Und da habe ich gesagt, betet für den Jüngling, suche nach dem Jüngling, wo mag er sein. Ich habe nicht gewusst, dass 3 Minuten so lang sein können. Das war furchtbar. Woher haben Sie eigentlich die Liebe zur Musik bekommen? Ihr Vater war, glaube ich, Tischler. Da war ein Stereo-Versuchsprogramm damals beim ORF. Und da haben sie also immer im dritten Programm wunderbar, da war so viel, Rudolf Schock haben es damals gebracht und so weiter, mit der Margit Schramm, und das waren die ganzen Operetten, da habe ich mitgesungen. Das hat mir Spaß gemacht. Und auf einmal beim Bundesheer hat einer gesagt, hey, ist der Riedl, hast du das Stimmen? Da haben wir Schubert-Lieder singen. Da haben wir Schubert-Lieder gesungen, bis in die Nacht hinein, in der Panikelgassen, bis die Leute die Fenster zugemacht haben. Jetzt holt schon mal die Papen da draußen. Also das habe ich auch erleben müssen. Aber dann eigentlich, man denkt, nein, ich muss zur Oper. Operntexte in 5, 6 verschiedenen Sprachen, Italienisch, Französisch, Russisch, Deutsch natürlich, Tschechisch, wahrscheinlich auch Spanisch. Ich glaube, es fällt Ihnen leicht, die Rollen zu lernen, weil Sie schon eine strenge Kindergartenschulung hatten. Unglaublich, das mussten wir dort auswendig lernen. Ich habe schon damals, und es ist wirklich so, ich wollte dann meinen Eltern imponieren und kam und habe quasi Zeitung aufgeschlagen, habe aber nicht gemerkt, dass ich es verkehrt rumgehalten habe und habe also dann was auswendig heruntergesagt. Und die haben natürlich wahnsinnig gelacht. Die Eltern waren dann doch sehr stolz auf Kurt Riedls ersten Auftritt an der Staatsoper. Wiegt mindestens 7 Kilo, würde ich sagen. Das war das Debüt an der Wiener Staatsoper. Ordentlich schwer. Ordentlich schwer. Und dann kommt noch ein gespenstischer Überwurf dazu. Genau so ist es, meine Liebe. Und erinnern Sie sich an Ihre Gefühle? Ja, das war schon sehr aufregend. Also Familie war drin, meine Eltern waren drin. Das Debüt an der Wiener Staatsoper war schon was Besonderes. Und da ist noch was drinnen, nämlich Originalfundus Wiener Staatsoper und Salzburger Festspiele. Ja, so ist es. Karajan inszeniert und Troubadour. Und da sieht man noch die Zettel. Kurt Riedls Weltkarriere nahm damals ihren Anfang. Allein in der Wiener Staatsoper stand ein mehr als 1150 Vorstellungen auf der Bühne. Dass er sehr wandlungsfähig ist, zeigt auch sein breites Repertoire. Der Terminkalender ist immer noch gut gefüllt. Und Pläne für die Zukunft gibt es mehr denn je.